Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es ein bisschen chaotisch werden, vermutlich. Denn Leo darf heute entscheiden, was wir kaufen. Ja genau, du darfst jetzt gleich... Er zeigt schon drauf. Ich weiß gar nicht, ob seine Hand gerade drauf hat, aber er zeigt schon auf die Zettel. Wir haben nämlich... Genau, eine Schale mit Zettel gemacht. Da stehen Kategorien drauf, die wir auf Amazon finden. Und eine Schale gemacht. Wir möchten ziehen. Mit Begriffen oder Worten oder was auch immer, wie wir dann halt an ein Produkt kommen. Das heißt, der Leo darf immer eine Kategorie ziehen und ein Etwas, was man eingeben muss. Genau. Mega. Leo, ein genau. Zettel ziehen, okay? Super. Du kannst in der Zeit schon einen anderen Zettel ziehen, okay? Kategorie Bekleidung. Oh. Und? Eins ist daneben. Das nehmen wir. Den nehmen wir? Okay, perfekt. Du darfst jetzt hier mit der Kategorie Bekleidung spielen und wir schauen uns das an. Und zwar, Leo darf ein Wort in die Tastatur eingeben und wir haben dann die freie Auswahl, uns etwas auszusuchen. Das gibt es nur einmal. Genau. Und Leo zieht es natürlich sofort. Oh, danke schön. Das ist sehr lieb von dir. Du darfst jetzt hier auf der Tastatur einmal was schreiben. Ein Wort nur. Oh, ein P, sehr schön. Ich darf noch was schreiben. Möchtest du noch einen Buchstaben tippen? Mach mal, tipp, 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 tipp. Sehr gut. Okay, okay. Okay, das ist mega. Was haben wir hier? Poloshirt? Wie hat der das denn gemacht? Ich glaube, es wurde angezeigt. Ne? Das ist GFU Herren ÖO. Okay. Das hättest du gerne. Okay, wir suchen mal. Ah ja. Schön. Es sind allerdings nur 4 Artikel. Ja, das heißt, die könnten ja dann nur für mich sein. Genau, ne? Du kannst jetzt auch. Ich glaube, ich finde das. Ich finde das nice. Ich finde das auch sehr schön. Ich finde das cool. Mhm. Oh, ich kann mir auch noch die Farben auswählen. Schwarz habe ich noch nicht, ne? Schwarz sieht schön aus. Schwarz und Größe L. Okay, das heißt ab in den Warenkorb, ja? Oh, haben wir ein T-Shirt für den Papa gekauft? Danke, Leo. Check. Ah, das ist Haus. Sehr cool, Leo. Du lässt dir aber Zeit, Leo. Einen rausholen. Super. Oh, cool. Dankeschön. Aber dann musst du der Mama die Zettel geben, ja? Nein. Doch. Cool. Schnick, schnack, schnuck. Der Gewinner darf sich einen Suchbegriff aussuchen. Auf der ersten Seite. Aha, geil. Okay. Ja, gut. Dann müssen wir natürlich noch die Kategorie dazu. Die Kategorie fehlt natürlich noch. Okay, warte, Leo. Guck mal. Wir lesen kurz vor. Dann kriegst du Garten. Oh. Geil. Okay, wir gehen auf Kategorie. Boah, wenn ich gewinne, was soll ich denn dann für einen Suchbegriff eingeben? Ich werde ja gewinnen. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ah, oh, Mist! Okay. Ich kenne sie halt. Ja, ne? Ja. Was soll ich denn jetzt eingeben? Spielzeug. Das wäre vielleicht dein Begriff. Oh, eine neue Gießkanne oder sowas? Ne, wir haben eine gute Pflanze, Gießkanne. Blumentopf. Ja, ich gebe das Wort ein. Spielzeug. Aha! Ein Planschbecken. Ja, dann such ein Planschbecken. Ein kleines Planschbecken. Oh oh. Oh oh. Okay, bis jetzt finde ich das hier am schönsten. Echt? Nein, mach doch so zum Beispiel. Warte mal, wer darf sich noch was aussuchen? Mann, darf ich vielleicht dir eine Inspiration mitteilen? Oh, der ist nice. Guck mal, das hier unten mit Rutsche und so. Okay, dann wähle ich mir das aus, aber nur weil ich das auswählen möchte. Okay. Guck mal, boah, hier. Das ist richtig süß. Guck mal, ein Planschbecken. Wow. In den Einkaufswagen. Leo, wir müssen neu ziehen. Bist du bereit? Du darfst neu ziehen. Einen Zettel. Dankeschön, Schatz. Und gibst du der Mama den anderen Zettel? Das günstigste Produkt auf der ersten Seite. Okay, kriegen wir aus der Kategorie Küche, Haushalt, Wohnen. Ja, komm, das darfst du machen. Okay, Küche, Haushalt, Wohnen. Du darfst gleich noch einen Zettel ziehen, Leo. Ach so, und jetzt einfach mal Enter drücken. Und jetzt das günstigste Produkt auf der ersten Seite. Hier habe ich 23 Euro gesichtet. Hier habe ich... 23. Oh, das ist billiger. Der Toaster. Oh, 7,95 Euro. Okay, ein nices Glas. Warte, 5 Euro. 1,55 Euro. Oh. Oh, den hatten früher mal die coolen, den Radiergummi. Warte, wir müssen aber bis nach unten gehen. Als ob es was billigeres als 1,55 Euro. 0,89 Euro. Ehre, die Kinderstifter. Ja. Hast du Ehre gesagt, Leo? 89 Cent, den Radiergummi. Oh. Hä? Hier. Hä? Ab 89 Cent. Dann das haben ist ja, hier mit, damit das ist diese, ja Wucher. Sollen wir die dann nehmen? Hier was ist denn das überhaupt? Ein, damit die Seite hier nicht einreißt. In den Einkaufswagen. Hast du noch einen Zettel für den Papa? Und ein Zettel, einen Zettel, einen Zettel, einen. Den. Hier nochmal einen Zettel ziehen, Leo. Oh, Bürobedarf. Mega. Hatten wir doch gerade. Einen Zettel. Dankeschön. Tust du immer wieder zurück, die Zettel? Nee. Das erste blaue Produkt. Das aber sollen wir da jetzt wieder nichts eingeben? Ich drücke jetzt einfach mal Enter. Wir hatten diese Zettel gemacht, das wurde nicht durchdacht. Oh. So, das sind Überbegriffe. Ah ja, stimmt. Okay, ja, wir dann gehen halt der erste Farb. Hier, das ist ja wohl mal komplett. Aber das ist doch häufig gewünscht, das ist doch auch blau. Okay, gut. Du musst das
Produkt ganz blau sein. Also ich würde schon sagen, mehr als 50% müsste blau sein. Mehr als 50% blau. Wir nehmen den Whiteboard-Schwamm. Echt jetzt? Ja, den nehmen wir jetzt. Oh, haben wir ein Whiteboard? Ja, nö. Okay, Dio, neue Runde. Nochmal ziehen. Ein Zettelchen, sehr gut. Und jetzt machen wir Tausch. Die Emmy meinte, sie wird auch gerne mal eins ziehen. Ja, die Emmy, die schläft aber leider gerade. Sehr gut. Ich darf vorlesen. Hier, das ist der alte Zettel. Das ist der neue. Ja. Sport und Freizeit. Oh, mega cool. Geil. Wir sollen auf die fünfte Seite gehen und dann haben wir eine freie Auswahl. Okay, wir müssen. Aber wir haben vergessen immer ein Wort. Wie blöd. Okay, Leo darf nochmal tippen, ja? Leo darf jetzt ein Wort sagen. Tipp nochmal. Tippst du mal ganz flott. Super. Dankeschön. Enter. Da gibt's nichts. Oder wir machen das H weg, bis was kommt, okay? Okay, wir machen immer einen Buchstaben weg. Nein, da gibt's immer noch nichts. R-E-5-5-5. Oh, das hätte ich jetzt. Ja, den nicht Block. Was war jetzt? Was wir müssen auf die fünfte Seite gehen. Fünfte Seite. Es gibt keine fünfte okay, Seite. Okay, da müssen wir noch einen Buchstaben wegmachen. Okay, RE, da gibt es definitiv eine fünfte Seite. So. RE. Ja, gut, was. Also, ich hätte gerne die Tischtennisschläger. Oh, ich finde die Yogamatte aber auch sehr cool. Und die hat einen gratis Tragegurt. Okay, wir nehmen die Tischtennisschläger. Gib mal einen Daumen nach oben, wenn Emmy das auch mal machen soll. Die kann ja jetzt schon greifen. Das stimmt. Darf die Mami vorlesen? Gib Sonne ein und dann das erste Produkt. In welcher Kategorie? Spielzeug. Oh, Leo, jetzt gibt's was zum Spielen, glaube ich. Spielzeug. Sonne und dann das erste Produkt. Oh nee, nicht der Pulli. Och nee. Der ist doch blöd. Nee, das müssen wir. Guck mal, wir müssen wir was gehören Mutter Natur. Och, komm schon. Sagen wir einfach, hier geht's los. Weil, guck mal, das ist alles gesponsert. Die haben sich das gekauft. So, keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie hat die Kamera plötzlich aufgehört aufzunehmen und wir haben das erst gesehen, als wir quasi fertig gedreht hatten. Bei der Kategorie, die ihr als letztes gesehen habt, mit der Sonne, haben wir uns für eine Knistersonne entschieden, womit die Emmy spielen kann. Ich blende euch das hier mal ein. Und dann durfte der Julian sich noch ein Auto für den Leo aussuchen. Und da hat er sich für dieses Spielzeugauto entschieden. Darüber hat der Leo... Der Mama. Hat der Papi dir ein Auto ausgesucht? Kommt da rausgerannt. Genau, da hat er sich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Ja, soweit dazu. Schaut unbedingt jetzt auch über Julians Video vorbei. Ich bin mir nicht sicher, was da online kommt, weil wir ein bisschen was vorproduziert haben. Ist aber wie immer der erste Link in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht Bock habt, dass wir davon nochmal einen Teil drehen, vielleicht sogar dieses Mal wie die Emmy in den Topf greifen darf, dann Daumen nach oben, würde uns sehr freuen. Hat mir mal wieder Spaß gemacht und damit verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!